da sind wir wieder. Also wusst ihr alle Bescheid, dass ja fällt ja die Fasnacht aus. Und deshalb habe ich beschlossen, euch mal aus der Lamer Krempel-Zeitung so ein paar Sachen vorzutragen. Huster ermehrt. Wie ich noch klar war, war es bei uns kein sehr begehrt, das Karussell fahren um Huster ermehrt. Schon Jahre vorher haben wir uns gefreut auf der Autoscooter und die Schmetterling erläut. Und auch der Erhard hat Erfahrung, als Opa vor den Zwillings kennen, musste er der einst voller Erwartung mit Marcel in den Breakdance nennen. Wer das denn kennt, der kann sich schon denken, wie sich der Erhard so gefühlt. Er hat bestimmt gedacht, oh Himmel, wie übel ihm das Leben spielt. Das Teufelsding saust hin und her und rundrim und nuff und nunner, vier und zurück. Er hofft, er wär von dem verflixte Denk schon runner. Wenn ich doch niemals engestieh, der Erhard überlädt. Doch mitgefangen, mitgehangen, jetzt saß er drin, es war zu spät. Nur ein paar Minuten im Gezappel war die wilde Fahrt dann aus. Und er, der ist abgestiegen und wollte dann sofort nach Haus. Und als sie all im Auto saße, da fiel ihm da auf einmal ein, mir muss noch nur ihre Nase. O die Tankstelle, mette kenn. Der Erhard ist da losgefahren. Ihm war's noch grottenschlecht. Und das Maritta docht, wie fährt der da? Das war mi schlecht wie recht. Ganz langsam schliche sie dahin. Ihm war so schlecht wie Bolle. Auf einmal hatte sich erschreckt. Ein Polizeikontrolle. Sie musste halle und herbei, kommt gleich die Deutsche Polizei. Die Hunde Erhard rausgewunken. Haben Sie etwas getrunken? Wo kommen Sie her? Wo wollen Sie hin? Pusten Sie bitte in das Röhrchenrinn. Es war ihm schlecht, die Knie, die schlottern. Und im Gesicht war er ganz fahl. Er fing dann odorum zu stottern. Ei, ich sind nur einmal Karussell gefahren. So, ihr Leute, das war's für heute. Macht's gut, halt euch, bis wir einmal. Hello!